willkommen zu einem neuen Video. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das Kawaii Monster Café in Harajuku besucht habe. Dazu gibt es auch ein kleines Video, allerdings ist das schon ziemlich alt und auch nicht so besonders gut. Deshalb wollte ich schon lange mal wieder dorthin gehen und es hat sich irgendwie nie ergeben. Aber jetzt gibt es eine besondere Kollaboration, zu der ich wirklich gerne gehen möchte und das werden wir heute auch tun. Denn gerade findet man Hello Kitty im Kawaii Monster Café. Ein ganzer Raum wurde im Hello Kitty-Stil eingerichtet. Es gibt Hello Kitty-Essen und noch viel mehr. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg auf nach Harajuku, auf zum Kawaii Monster Café. Wuhu! Das Kawaii Monster Café befindet sich in Harajuku gegenüber dem La Forêt, beziehungsweise neben dem Spiegelgebäude Tokyo Motesando. Es ist in der 4. Etage und am leichtesten mit dem Fahrstuhl zu erreichen. Die Hello Kitty-Kollaboration war eigentlich bis zum 1. September 2019 geplant, wurde aber nun bis zum 30. September verlängert. Wenn ihr das Kawaii Monster Café besuchen wollt, achtet darauf, dass jede Person eine Sitzplatzgebühr von 500 Yen bezahlen muss. Während besonderen Zeiten wie den Sommerferien liegt diese Gebühr bei 800 Yen pro Person. Zudem muss jeder mindestens ein Getränk und ein Essen bestellen. Je nach Uhrzeit und Wochentag kann es am Eingang zu Wartezeiten kommen. Plant dies bitte ein. Ihr könnt aber auch eine Reservierung machen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Website, die ich euch unten verlinken werde. Und nun heißt es, auf ins Abenteuer! Konnichiwa! Kawaii. This is the symbol of this cafe. Sweet Gora. Take picture. Okay. Okay. Put it this way. Wir hatten einen Tisch im Hello Kitty-Raum, der extra für die Kollaboration umgestaltet wurde. Um einen Platz dort zu bekommen, muss man vorher eine Reservierung machen. Und in dem Raum gab es wirklich viel zu sehen. So viele Details und so viele Kleinigkeiten, da war man schon fast überfordert. Aber seht selbst! Als kleines Geschenk haben wir einen niedlichen Fächer erhalten. Zudem bekommt man beim Besuch im Kawaii Monster Café eine Punktekarte. Da kann man bei jedem weiteren Besuch dann Stempel sammeln. Natürlich gibt es zur aktuellen Kollaboration auch ein kunterbuntes Menü. Wir haben uns durch den süßen Bereich durchprobiert. Und da waren wirklich so einige niedliche Sachen dabei.
Während unseres Besuches hatten wir sogar ein paar Geburtstagsgäste. Und das war wirklich sehr niedlich. Verpasst auf jeden Fall auch nicht den Besuch auf der Toilette, denn diese ist ebenfalls kunterbunt gestaltet. Bevor es jetzt aber zur Show geht, schauen wir uns noch ein klein wenig im Restaurant selbst um. Hier gibt es verschiedene Räume und meist kann man eigentlich gleich am Eingang wählen, in welchem man sitzen möchte. Es kommt natürlich auch immer etwas darauf an, wo gerade Platz ist. Und jetzt heißt es Showtime! Das war unser Besuch im Kawaii Monster Café.
Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wenn ihr mal in Harajuku seid und Zeit und Lust habt, dann schaut doch mal rein. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Am Ausgang gibt es zudem noch einen Goodshop mit jede Menge verschiedenen Sachen, die auch super niedlich und vor allen Dingen kunterbunt sind. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald!